Recht herzlich willkommen zur 52. Folge von Simotrans. Ja, da fahren die beiden Busse, die haben wir zuletzt gemacht. Und ich hatte einen Kommentar von dem Michael Friedrichs. Ja, ich habe im Markt geguckt, ne, wo kann ich sehen, wie viel ich an den Waren verdient habe, die da verkauft worden sind. Nee, da kann ich gar nichts mehr dran verdienen, da hat er vollkommen recht. Ich kann da nur definitiv die Transporte bezahlt kriegen und nicht das andere, ne? Also, das ist definitiv klar. Gut, was machen wir jetzt? Das ist die Frage. Wir haben letztes Mal hier unten noch was angeschlossen. Haben wir eigentlich diese Fahrplan hier ein? Haben wir den Fahrplan? Ja, da wartet einer, sonst hätte er nicht angeschlossen. Das haben wir wohl gemacht. So, die sind schön am Wachsen hier dann wohl. Wir hoffen, dass das noch mehr wird. Die Touristen fahren ja dann auch mit dem Überlandbus wahrscheinlich hier vorbei, den ich da super getroffen habe gerade. So, ja, ist auch voll. Sieht gut aus. Mal gerade zack schnell und fahren 43 zurück. Okay, das ist nicht so viel, aber das wird dann mit der Zeit auch alles besser werden, denke ich mal. Wir ziehen vielleicht mal die Karte auf und gucken uns die anderen Städte an. Hier war noch eine. Oh, da ist jetzt das erste Feld auch außerhalb. Das bedeutet, Sondershausen müsste auf Dauer dann auch was passieren. Hat bisher nur eine Haltestelle. Ja, machen wir. 50er Straße hin. 1, 2, 3, ne, passt. Also hier. Da muss die Bushaltestelle hin. Ne, ich glaube, wir machen das dann so. Macht mehr Sinn. Sonst musst du den Bogen fahren. Und da sollte man jetzt natürlich einen Bus draufsetzen. Oder den umlenken. Ich glaube, da machen wir schon. Obwohl es wahrscheinlich zu teuer ist. War hier, glaube ich, ein Depot, ne, oder? Ja, da ist ein Depot. Dann machen wir da einen Bus raus. Passagiere. Man könnte natürlich hier so eine schicke Kutsche machen, ne? Vierspänner. Ach so, hier muss ich gucken. Zuladung zwei Passagiere. Das war jetzt eine doofe Idee, ne? Können wir gleich verkaufen. So, weg ist er. Anhängen ist immer gut. Was haben wir hier denn? Diesen kleinen. Aber es sind schon 58 Passagiere. Was haben wir da für einen? 30 Sack Post. Das ist nur ein Postbus. Ja, den da schon fahren lassen ist ja. Ja. Die Frage, ne? Aber. Geht eigentlich gar nicht anders, ne? Kannst du nur so machen. Wo ist jetzt die Stadt? Da, da ist er. Fahrplan. Von da nach da. Es gibt eine neue Linie und die nennen wir Stadtbus Sondershausen, ne? Fertig. Passt. So, Stadtbus Sondershausen können wir dann auch starten. Dann ist die Frage, wie wir stehen hier. Keine. Das lohnt sich am ersten Tag natürlich auch nicht. Das ist auch klar. Kurz mal rausgeguckt. Ist hier eine Sehenswürdigkeit in der Ecke? Nicht wirklich. Ja, hier unten ist dann irgendwann eine, ne? Aber die haben wir schon anderweitig erschlossen. Okay, da ist dann nicht. Ups, das war zu weit reingezoomt. Gut. Sollte aber auch dann schneller wachsen im Endeffekt, ne? Denke ich mal. So, dann machen wir wieder die Karte auf, gehen hier nach Flotow, war das, glaube ich, ne? Ja. Da wird schon gebaut an Flotow, aber sonst ist noch alles gut. Hier hatten wir Waldeck. Waldeck hat seine drei Bushaltestellen. Ich weiß gar nicht, für die ein Stadtbus. Ne, nur Vierstädterlinie kommt da vorbei. Das heißt, da gibt es noch keinen Stadtbus. Da unten haben wir jetzt schon eingebaut, aber hier noch nicht, ne? Hier sind schon drei Stellen. Aber ja, lassen wir so. Die haben wir. Dann haben wir Döbeln. Wie sieht es in Döbeln aus? Döbeln ist alles abgedeckt. Dann hier Adolfzell. Ist noch alles abgedeckt. Dann haben wir die nächste Stadt, die richtig wächst. Das ist Adenau. Also die ist schon relativ groß geworden. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bushaltestellen insgesamt. Das ist der Geflügelhof, der wird auch noch angefahren. Dann sind wir
Ja, hier drüben nicht, ne? Wo ist denn die nächste Stadt hier? Können wir doch eigentlich auch einblenden, ne? Auswahl. Städte. So, dann sieht man das auch. Dahin. Wächst nicht mehr. Das ist hier auch schwieriger wegen der, sag schon, Buslinie, ne? Und Hardexen. Hardexen wächst noch. Riedenburg ist auch am Wachsen. Hat ja hier jetzt letztens noch die Kathedrale dazu gekriegt, ne? Mittelalterliche Kirche ist es, Kathedrale ist es nicht. Ja. Da müssen wir dann gucken, was da passiert. Wir sind dann hier am Bahnhof stehen, 200 Passagiere. Die wollen übers Wasser. Passt also. Und das ist dann schon mit den Städten gewesen, ne? Hier wäre noch schön eine zu haben, sozusagen. Dann müssten wir sie gründen, aber und wir haben nicht so viel Geld, dass wir die gründen können im Moment. Aber irgendwann ist das vielleicht mal so. Ja, da kommt ein Kohlezug oder was? Ne, Schrott holt er ab. Der ist auch gleich voll und fährt wieder. Ja, dann gucken wir, denke ich mal, wieder in die Linien rein. Gucken, was wir optimieren können. Ach, das Schiff, ja. Unser Schiff ist immer noch hier, ne? Das war das Stückgutschiff, ne? Ja, wir müssten definitiv hier einfach was haben, was wir von hier nach da rüberbringen können. Und wenn wir das haben, dann wird dieses Schiff hier auch was rückwärts transportieren, in Anführungsstrichen. Und wenn das ist, dann funktioniert es ja auch, ne? Dann würde diese Zahl hier besser werden. Aber was, ne, ist die Frage, was transportierst du von hier nach da? Hier warten Passagiere ohne Ende, sehe ich gerade. Die Südfrüchte sind auch ohne Ende am Warten. Nach Adenauer Oststraße. Nach Adenauer Ost. Ostdeutsch ist nicht Oststraße, Ostdeutsches Rathaus. Das heißt, diese Linie hier, die müsste mal gerade aufgepeppt werden, ne? Radolfzell gibt es auch noch welche, aber die nach Adenau wollen, sind reichlich, ne? Das heißt, diese Linie, die hier lang fährt, da muss ein Bus geben. Der bedient ganz schlecht. Ich sehe aber auch gerade gar nicht den Bus. Wo ist er? Gar nicht da. Gar kein Bus da. Hier fährt ein Stadtbus, ist es der? Nee, das ist der Stadtbus Adenau. So, dann weiß ich nicht, wo der ist. Hier ist gar keiner am Fahren zurzeit. Die stürmen sich da übereinander oder ist da einer bei? Ne, sieht nicht danach aus. Das wollte ich jetzt nicht. Ah, ich sehe schon, wo das Problem ist. Hier stehen sie auf jeden Fall, ne? Da ist schon voll. Die Milch wird nicht abgeholt. Lass mal schnell was weiterbauen. Straße. So, und dann noch ein paar Busbahnhöfe, Laderampen dahin. So, dann fahren schon welche. Da kommt der erste Milchwagen und da oben ist auch unser Bus, der sich wahrscheinlich hinter irgendeinem Haus versteckt hatte, ne? Gut. Sollte aber laufen und er fährt auch gleich schon wieder zurück da oben. Ist das denn richtig? Der ist gar nicht bis zum Bahnhof gefahren, ne? Warum ist der nicht bis... Ah, der fährt innerorts da noch einen an, okay. Und dann fährt er jetzt bis zum, sag schon, passenden Bahnhof hier, ne? Bahnhof, ja. Umsteigeplatz, nennen wir es mal so. Wer weiß, wie lange der da schon steht. Aber ich glaube... Da können wir trotzdem ein mehr draufsetzen, ne? Der ist sowieso veraltet. Ich glaube, da machen wir jetzt mal einen 100er noch drauf.
Und da müssten wir jetzt mal nach Radolfzell, oder? Ne, das ist der, den können wir schließen. Das können wir auch gerade schließen. Das ist Döbeln. Da oben ist Radolfzell, dann kommen wir da schnellstens hin. Da ist überfüllt. Traktor steckt fest, ist auch gleich zu gucken, warum. Jetzt gehen wir da erst hin, nehmen den dicken Bus und setzen den auf die Linie dahin. Und ich glaube, das kopieren wir nochmal und setzen da zwei drauf. Und der da fährt, den machen wir nicht laden und den mustern wir aus. Der ist ja veraltet, ne? So, die anderen beiden sind unterwegs. Traktor steckt fest, ja. Das ist auch doof jetzt hier gerade am Laufen. Die blockieren sich da alle gegenseitig. Hier haben wir, ach so, das ist für den Bus, aber der kann da trotzdem nicht hin. Weil die da alle stehen, ne? Gut, das bedeutet, können wir auch was umbauen? Ist da schwierig, ne? Müssen wir die Landschaft wegmachen. Das geht schon mal. Die Straße brauchen wir, Leitpfosten brauchen wir nicht. Und den dann dahin. So. Jetzt haben wir einen gebaut, der biegt aber nicht ab da, weil die Straße von dem da blockiert ist, oder wie sehe ich das? Ja, dann nehmen wir den noch mal. Ich glaube, der ist nirgendwo offen jetzt, oder? Nee. Kriege ich nicht auf. Nee, noch mal. Habe ich jetzt den Trecker? Ja, das war die Bushaltestelle. Lass den mal nach Döbelnmühle fahren. Jetzt blockiert der das aber gleich wieder. Ah, der zweite fährt auf jeden Fall schon mal rum. Dann geht's, oder? Und der ist, glaube ich, gerade geladen worden, oder wie? Nee. Aber die passen dahin, das ist das Entscheidende. Warum der da jetzt nicht hinpasste, weiß ich dann auch nicht. Läuft auf jeden Fall wieder, das ist wichtig. Ach so, der eben war da am Stehen und das wurde durch den blockiert und deswegen fuhr es nicht, genau. Ja. Mit den ganzen vielen Anhängern hier ist das vielleicht doch nicht so die Top-Lösung, ne? Der braucht nämlich jetzt zwei Wartesteige, glaube ich, um zu füllen. Glücklicherweise macht er das jetzt auch, oder? Ne, macht er noch nicht mal. Doch, macht er, aber zwei verschiedene Sachen. Einmal Gerste, einmal Weizen wahrscheinlich. Passt also. Deswegen. So. Da kommt noch ein anderer Bauer rein. Also sind so viele da. Das gestaltet sich gerade hier richtig schwierig, oder? Naja, aber das ist jetzt halt so. Jetzt müsste ich hier eigentlich noch was wegmachen, um da noch mehr Platz zu schaffen, ne? Das ist halt so. Müssen wir was abreißen, nicht abreißen, sondern hier wegmachen. Ich glaube, wir müssen einmal das so setzen, dass wir da rüberkommen. Hier so, ne? Und dann machen wir das wieder da lang, da lang und da lang. Den basteln wir da einmal gerade kurz hin, reißen wir aber gleich wieder ab, weil sonst passt der richtige da nicht hin, ne? So, jetzt haben wir da eine große Verladestation gemacht.
Das würde dann nicht gehen. Da müsste man das nochmal abreißen. Dann kriegen wir das da. Machen wir ruhig auch noch dahin. Hier kurz verlängern. Und noch die zweite Station da dran. Passt. So, dann haben wir das auch. Und hier sind genug Stellplätze jetzt da. Sollte eigentlich nicht schief gehen mehr. Da fährt der eine Bus schon. Der ist aber auch schon leer. Das heißt, zack, ausmustern. Passt. So. Die warten alle noch. Der wartet, dass er fahren kann, bis der weg ist. Ja, okay, das ist halt so. Passt aber jetzt. Und die laufen alle. Wieder, ne? So, jetzt ist die Produktion dann auch besser, glaube ich. Ist die Frage, ob hier überhaupt noch einer überholen kann, weil der ist zu langsam, ne? Aber das regelt sich schon mit der Zeit. So, das Thema, wie kriegen wir das Schiff voll, haben wir jetzt immer noch nicht bearbeitet. Da müssen wir uns dann mal Gedanken drum machen, ne? Ja, wer liefert denn hier was? Die Zuckerrübenfabrik. Verbraucher ist die Großbäckerei, die ist auf dieser Seite. Und ja. Müssen wir uns in der nächsten Folge angucken, dass wir das Schiff vielleicht auf dem Rückweg auch vollkriegen. Aber ich glaube, das wird sich nicht unbedingt ergeben. Das müssen wir dann aber mal nachschauen. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.